Ja. Das ist nicht richtig. Warte mal. Hallo, ich wollte auf bei dieser Gelegenheit wollte ich darauf aufmerksam machen, dass ich jetzt für diesen YouTube-Kanal auch einen eigenen Twitter-Account habe unter @rotespapier auf Twitter. Und da gehen dann automatisch, werden dann alle hier zum Beispiel neuen Videos gepostet und ich schreibe dazu auch irgendwelche Sachen oder retweete hoffentlich Rimworld-relateden Kram, wie zum Beispiel, guckt euch mal diese Basis an, also das ist doch Kinderkacke, was wir hier machen, beziehungsweise was ich hier mache, das ist die Basis von jemand anderem, ich habe keine Ahnung, was das hier unten ist. Hier, das ist ein Gefängnis. Das ist alles Gefängnis hier. Sieht aus wie eine Turnhalle. Dafür schlafen die meisten hier alleine und haben hier relativ winzige Zimmer. Vielleicht mache ich die Zimmer viel zu groß bei uns. Ich weiß es nicht. Und aber dafür sind die Felder viel kleiner als meine. Also irgendwas machen wir, glaube ich, verkehrt. Aber naja, dann wollen wir mal weitermachen mit dem Spiel. Kleiner Moment. So, und weiter geht's. Also, dann mal gucken. Der Herr Bürger sagt, die Türen habe ich doof gemacht. Okay, wo habe ich denn die Türen doof gemacht? Das hier ist so ein Innengang. Also, da soll schon mal überhaupt gar keiner hinkommen. Und das hier, gut, das sind Außentüren. Aber die müssen ja auch erstmal hier reinkommen. Also, könnte ich hier vielleicht... Warte mal, ich wollte das sowieso überdachen, damit ich dann da Noko-Pilze bauen kann. Vielleicht sollte ich das einfach mal tun. Haben wir 305, was ist das? Marmor. Wir bauen eine Marmorwand. Und eine Stahltüre. Haben wir noch Stahl? Ja. Und dann brauchen wir hier noch einige Stützpfeiler, damit die ganze Schose nicht zusammenbricht. Haben wir Holz? Ne, wir haben kein Holz. Das ist natürlich ungünstig. Oh, siehst du, da ist auch noch ein Gang. Aber der führt nirgendwo hin. Also da brauchen wir auch wieder nur Tür und Wand davor. Fertig. So, ich hoffe, das reicht. Und dann brauchen wir Bäume. Wer ist denn eingeteilt zum Holzhacken? Waldarbeit gar niemand, aber der Herr Nussi macht das gerne und ich selber mache das gerne, das wüsste ich aber. Und Nuno hackt auch gerne Holz scheinbar und Ratte. So, dann lassen wir die mal hier. Dann wird das hoffentlich fertig. Abwechslungsreiche Entspannung benötigt. Habe ich das nicht alles schon gemacht hier? Grund der Aufrechterhaltung fehlenden Uriel angreifen verloren. Okay, wer ist Uriel? Uriel ist ein Geißbock. Sind wir nicht so drauf angewiesen, dass die Geißböcke hier... warum laufen die Tiere hier alle drinnen rum? Gibt es da einen Grund für? Alle Gebiet 1 und Gebiet 1 ist hier überall. Ja, ah, nee. Ach so, weil die schlafen möchten. Okay. So, jetzt brauchen wir jemanden, der bauen kann, außer Markus.
Und dann können wir hier drin, hungernde Tiere, oh Gott. Dann können wir hier drin nämlich erstmal Dächer machen und dann die. Ah, siehst du, gut. Ah ja, sehr schön. So, jetzt können wir hier bald mal ein Dach hinstellen. Und dann können wir hier Nokopilze anbauen. Können wir nicht über eine Pappel erstellen, ja. Würde ich sagen, muss die Pappel da weg, wa? Sehr gut. Ein menschenjagendes Muffalos. Menschenjagende Muffa. Ach, du meine Güte, gleich so viele. Und toll, das ist natürlich fertig, aber den Strom haben wir noch nicht fertig gemacht. Das ist natürlich super gut. Neues Gebiet umbenennen, Tiere drinnen nennen wir das. So. Top, 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 dum, dum. Arbeitsgebiet erweitern. So. So, und nachdem wir Tiere drin haben, brauchen wir auch Leute drinnen. Leute drinnen. So. Dann können wir nämlich hier schön die darauf beschränken. Und hoffen, dass uns die Tiere nicht ärgern hier. So. Ich meine, das ist ja theoretisch auch drin. Also können wir hier einfach weitermachen. So. Machen wir das mal so. Dann können die hier noch was abbauen. Oder hier was anbauen. Ohne. So. Also Tiere. Wollen wir die Tiere schon reinholen? Was wir, glaube ich, reinholen, sind die Hühner. Und die Truthähne, die können sich nämlich nicht wehren. Und was wir hier machen mit dem Zeitplan, wir stellen das alles auf Leute drin. Da müssen wir uns... Markus, du könntest hier mal... Bevor die Muffalos kommen und uns essen wollen. Ach scheiße, da auch. Ah, ist außerhalb der erlaubten Zone. Das ist doch wohl nicht zu fassen. Okay. So, jetzt aber. Und dann baust du hier bitte die Wand noch fertig. Oh, siehst du, kommt es nämlich. Die greifen unsere Lamas an. Das ist nicht Alpakas. Das ist nicht Sinn der Sache. Oh wow.
Kerstin macht hier die ganze Herde fertig. Wow. Oder die ganze Herde macht Kerstin fertig. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Oh, scheiße. Körper 16 Stunden, rechter großer Zeh, abgebissen von Muffalos. Oh, wow. Jefim, kann der irgendwas machen hier? Nee. Ja, ich habe die zwar in Sicherheit gebracht, aber scheinbar nicht schnell genug. Ja, nee, gut, muss ich neu laden. Bis gleich. Gut, weiter kann's gehen, hoffentlich. Ich habe das soweit wieder aufgebaut, wie es war. Wir brauchen jetzt nur noch die Gebiete hier. Tiere innen. So. Ja, ja, abwechslungsreiche Entspannung benötigt. Die Gebiete haben jetzt eine andere Farbe, wie man sieht, aber da müssen wir dann halt leider mit zurechtkommen. So. Und ich glaube, wir sollten hier auch die Wärme reinlassen, damit weil draußen ist jetzt 3 Grad, das ist nicht so viel. Wenn wir hier die Lüftung mit reinmachen. Warte mal, waren das jetzt Tiere drin oder was? Tiere in, ah ja, genau, die müssen natürlich hier auch in den Stall rein dürfen. So, und dann brauchen wir Leute innen. Das wollten wir großzügig in den Berg hinein erlauben. Wer hat mich denn jetzt angeschrieben? Ich guck mal eben. Oh Mann. Immer gibt's Leute, die was zu meckern haben. So. Kleinen Moment. So, vielleicht kann es jetzt weitergehen. Wo war ich gerade bei? warte mal, ich wollte innen noch eine Zone. Leute innen, ja. Genau, die dürfen nämlich auch hier aufs eingezäunte Feld. Beziehungsweise in die Pilzhalle. Pilzhalle ist ein guter Name. Das klingt gleich sehr gemütlich. So. Die Pilzhalle. Und hier dürfen die auch hin. Weil hier können sie niemanden reinlassen. Und das können wir dann anschalten, sobald wir wieder einen Angriff haben. Mal schauen, ob es dieses Mal auch wieder Mufflons sind oder irgendwas anderes. Werden wir dann sehen. So. Dann macht mal hier das Dach rauf, bitte. Aufgrund der fehlenden, ja, Uriel hat Angreifen verloren, ja, blablabla. Dach haben wir schon eingestellt hier, ne? Ja. Baut doch mal ein Dach. Siehst du, geht doch. Markus meditiert.
stelle mal eben die Geschwindigkeit runter, so ein bisschen, damit ich aufs Handy gucken kann, ohne dass ihr das merkt. Aha, was ist das? Rinder bleiben. Wir haben Rinder. Das ist zwar nicht so toll wie Mufalos, aber dafür... wo sind die Rinder? Rinder. Ich sehe keine Rinder. Stier? Was, nur Stiere? Keine Kuh dabei? Na gut, gibt immerhin... Eine Gruppe zum Ort springen. Ja, die beiden Stiere. Hm. Kuh wär besser gewesen, aber die geben immerhin Steak hier. Was soll's. Carsten ist wieder vorm Zusammenbruch. Kurz vorm Zusammenbruch. Da sind Löcher im Dach. Ein Einzelgänger der Fraktion Bladibla heißt Searaka Gorero. Gorero. Searaka Gorero. So ein Star Wars-Name. Warum wird hier nicht... Ah, toll. Hier fehlt noch ein... Meisterwerk! Markus hat Hocker aus Holz meisterlich hergestellt. Das ist der beste Hocker, den es jemals gab. Dieser Hocker hier fürs Gefängnis, nur das Beste. Aber keine Kunst. Keine Kunst. So, Markus, kannst du hier mal den... Oh, mache ich sogar selber, sehr gut. So, jetzt ist das innen nämlich... Überfall die Vergewaltiger. Aber jetzt sind wir hier. Warte mal, jetzt machen wir erstmal zum Ort springen. Hier kommen die an. Okay. Das heißt, sie müssen dann durch unsere kleine Falle, die wir hier gebaut haben. Und dann können die erst hier oben rein. Es sei denn, sie kommen hier durch. Das wäre dann eher ungünstig. Hm. Ja. Okay, aber wir gucken erstmal, dass wir die alle auf Leute innen und die alle auf Tiere innen stellen. Tiere innen. Es muss dieser Tiere innen. Es muss dieser Gender-Wahnsinn sein und Leute innen. Okay. So. Erwarte fast, dass ich einen bösen Brief von der AfD kriege, weil ich Tiere innen und Leute innen hier geschrieben habe. Aber das ist mir dann egal, die können sich gehackt legen. Okay. So. So, die Tiere ziehen sich langsam in die Basis zurück. Genauso wie die Leute. Ach so, selbst wenn die hier durchkommen, müssen die noch hier durchkommen. Okay. Und da werden schon die ersten Pilze gepflanzt. Aber 3 Grad ist immer noch ein bisschen kalt. Ist hier drin auch 3 Grad? Ne, hier drin ist teilweise 20. Hier. Was? Oh nee, ne, ist klar, dass die genau da durchkommen, wo ich nichts hingebaut habe. Aber das können die mal vergessen, die Leute. Oh, aber hier kommen sie auch durch. Sehr gut. Oh, fuck. Nein, nicht meinen Strom kaputt machen.
Oh. Ah, einer liegt da schon, sehr gut. Zwei liegen da schon, sehr gut. Kann ich das nicht zielen, dass sie hier zielen sollen? Auf den? Ah ne, ich kann nur. Toll. Oh, super. Es ist alles kaputt jetzt. Okay, dann müssen wir vielleicht mal ein paar Leute holen, um das Problem in den Griff zu kriegen hier. Das Kabel kaputt, das Arschloch. So, siehst du, dann haben wir den auch weg. Hier unten. Hier unten läuft noch einer. Okay. Oh, warte. Verrücktes Wildschwein, meine Güte. Cool. Da unten ist noch einer, okay. Warte mal, wer sieht? Carsten sieht. Der nimmt mal den Schmied gefangen. Wow, das verrückte Wildschwein hat den Angreifer angegriffen. Cool. Und den nehme ich mal gefangen. So. Und da ist immer noch einer, der das kaputt hauen will, oder? Okay. Den kümmern wir uns auch. Lebt hier sonst noch irgendjemand? Leiche, Leiche, Wildschweinleiche. Ah, die ganzen schicken Schrotflinten. Alle kommen mit Schrotflinten an hier. Das ist doch interessant. Oh, was für eine Verschwendung. Dup, 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 dup. Oh nein! Das Arschloch hat ein Schutzschild. Was ist das hier? Das ist Flake. Das ist sowas wie Kokain, glaube ich. Das sollten wir uns nicht angewöhnen. Und der hat hier tatsächlich eine Schutzweste. Hat aber kein Dings. Naja. So. Sowas, sowas, sowas. Gut,
Sehr schön. Gut, dann können wir die Tiere wieder ins Gebiet 1 lassen. Und die Leute, Zeitplan, Zeitplan, wieder in das Gebiet unbegrenzt. So. Ist das nicht toll? Also das, diese Mauer hier brennt und damit gefällt die mir nicht. Das heißt, hier bauen wir mal ein bisschen was vor. Medizinischer Notfall, Woody. Tod in 6 Stunden, Tod in 8 Stunden. Was ist mit Kerstin los? Körper, Tod in 21, linke Lunge zerstört. Eieiei. Also wir sollten uns langsam daran machen, dass wir die eine oder andere Prothese herstellen hier. Eine Rentierkuh ist trächtig, das ist doch sehr schön. Und hier brauchen wir doch wieder neue davon. Und vielleicht sollten wir hier das Holz drum bauen. Vielleicht reicht das erstmal, wer weiß. Und dann vielleicht hier auch noch einen, ne? Hier draußen am besten gleich, wenn die hier angreifen. Fuchspelz, nee, haben wir überall nichts genug, wa? Dünnes Leder vielleicht, da haben wir noch genug von. Dupto. Feuer! Ach da, naja. Das ist nicht so schlimm. So, was wir aber mal machen können, ist hier vielleicht den Platz besser nutzen. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich in der Mitte auch wieder. So. So, wie warm ist es hier drin? 7 Grad, also genug, warm genug, um zu wachsen hier. Das ist doch schon mal gut. Jetzt ist innen ist immer noch 20. Warum ist hier 20 und da 7? Das verstehe ich nicht. Wie sieht's mit Carsten aus? Linker Mittelzeh fehlt. Ansonsten ist er gesund. Und Kerstin ist mittlerweile auch wieder Wundinfektion. Chi ist an Wundinfektion erkrankt. Ja, das ist auch nicht so schön. Eher unschön eigentlich. Naja, aber darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stadtfilmabend, weil es schon wieder eine halbe Stunde um. Ja, dann genau, schreibt einen Kommentar und liked dieses Video, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Die Tiere hungern, das ist nicht gut. Aber auch darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.